Made in Germany, das ist seit einiger Zeit auch ein Gütesiegel für Videospiele. Denn große Entwickler zeigen schon seit Anfang der 90er, was sie können. Und diese Games sind keine billigen Abklatsche bekannter japanischer oder amerikanischer Titel. Nein, sie stehen auf eigenen Beinen. Meistens jedenfalls. Hier ist sie also, unsere Liste der besten deutschen Spiele. Dies ist eine Kooperation zwischen GamersCheck und Zoomin Games Deutschland. Lords of the Fallen ist nach vielen erfolgreichen Adventures wie Ankh oder Jack Keane eines der erfolgreichsten Games des Frankfurter Spielestudios Deck 13. Und wenn ihr euch an Dark Souls und The Witcher erinnert fühlt, dann kommt das hin. Denn diese Spiele galten als Vorbilder, denen es nachzueifern galt. Natürlich bringt Lords of the Fallen viele eigene Ideen mit. Das Spiel ist eine deutsch-polnische Kooperation und trotz Rollenspielelementen geht es in diesem Action-RPG ziemlich hart zur Sache. Die Welt, in der du als Held dein Unwesen treibst, ist uralt und düster. Ihr könnt aus drei Klassen wählen: Krieger, Schurke oder Kleriker. Aber egal für welche Klasse ihr euch entscheidet, ihr werdet definitiv eure Messer wetzen müssen. Aus dem Hause des Studios Factor 5 stammt der erstklassige Action-Plattformer Turrican. Und das Game besticht mit einer Top-Grafik, astreiner Spielbarkeit und mit einem genialen Soundtrack aus der Feder von Chris Hülsbeck. Erst erschien Turrican nur für den Heimcomputer, später auch auf SNES und Mega Drive. Bei Turrican handelt es sich um eine Run-and-Gun-Reihe, in der der Spieler den Helden durch mehrere Science-Fiction-Welten steuert. Ihr könnt mit futuristischen Laserwaffen losziehen und habt Unmengen an Gegnern und Endgegnern zu bekämpfen. Ihr könnt euch in einen Wirbel verwandeln, der alles in Schutt und Asche zerlegt. Was ziemlich Spaß macht. Ein Markenzeichen der Turrican Games sind ihre riesigen Level. Es gibt also ordentlich Geheimgänge zu erkunden und fette Beute abzustauben. Ja, auch Lizenzspiele kommen aus Deutschland. Und das gilt auch für Star Wars Rogue Squadron, ebenfalls von Factor 5. Die Weltraumkämpfe mit X-Wing, A-Wing und Co. legen eine Grafik an den Tag, die man dem N64 kaum zugetraut hätte. Für dieses Spiel griff Factor 5 auf das Expansion Pack zurück, wodurch eine höhere Auflösung möglich wurde. Du bist Luke Skywalker, der verschiedene Missionen absolvieren muss und die Rebellen anführen soll. Die Handlung spielt zwischen den Ereignissen der Star Wars Filme Episode 4 Eine neue Hoffnung und Episode 5 Das Imperium schlägt zurück. Ja, das Spiel ist alt, aber für die damalige Zeit war es bereits ein grafisches Juwel. So, dass es auch zum besten Actionspiel gewählt wurde. Das war 1998. Bis August 1999 wurden etwa 1 Million Exemplare des Spiels verkauft und das Spiel galt als absoluter Hit. Eins der bekanntesten und dreistesten Klone der Videospielgeschichte kommt vom deutschen Studio Time Warp Productions. The Great Gianna Sisters ist nämlich nichts anderes als Super Mario Bros., nur mit anderen Charakteren. Doch gerade das schuf einen Kult um das Spiel, der die Gianna Sisters am Leben erhielt und was den Schwestern irgendwann sogar eine Einladung auf Nintendo-Konsole bescherte. In Großbritannien bezeichnete die Zeitschrift ZEP64 The Great Gianna Sisters damals als das großartigste Plattformspiel aller Zeiten. Dass Time Warp das Spiel aus gutem Grund als Rivale zum Nintendo-Spiel Super Mario Bros. Ins Rennen geschickt hatte, zeigte sich bereits im Titel auf der britischen Box. Dort stand The Brothers are History. Die Brüder sind Geschichte. Ganz schön frech, oder? Zu den bekanntesten deutschen Spielen ever gehört wohl auch die Siedler-Reihe des deutschen Entwicklers Blue Bytes. Die Siedler machte damals schon am meisten Spaß, wenn man es zu zweit spielte und die organisatorischen Aufgaben untereinander aufteilte. Auch wenn einige Experimente mit der Reihe im Laufe der Zeit weniger gut ankamen, haben die Siedler ihr Überleben bis in die heutige Zeit gesichert. Trotz des friedlichen Aufbauprinzips ist das Hauptziel die militärische Unterwerfung des Computergegners oder der anderen Spieler. Was das Spiel so besonders macht, sind die Warenwege. Ist ein Stück Ware in einem bestimmten Warenlager eingelagert worden, steht es dadurch nicht automatisch überall zur Verfügung, sondern es befindet sich genau nur dort.
Wird es nun irgendwo anders benötigt, muss es erst dahin befördert werden. Für dieses Spiel musst du auch ein guter Taktiker sein. What's happening, Strindberg? You said you had the situation under control. Come on, we can't just stand around. Do something! Hanno war zwar kein reines deutsches, aber ein deutschsprachiges Projekt. Die Ursprünge der Wirtschaftssimulation lagen nämlich damals noch in Österreich. Und Anno wechselte mehrmals sowohl seine Entwickler als auch seine Publisher. Auch wenn die Epoche, in der die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden müssen, stets eine andere ist, haben die Jahreszahlen der Anno-Reihe ungebrochen eines gemeinsam. Ihre Quersumme ergibt immer 9. In Anno-Spielen leitest du eine Expedition in inselreiche Regionen. Und deine Aufgabe ist es, Inseln zu erschließen und zu bevölkern. Deine größte Herausforderung liegt allerdings darin, deinen Bewohnern alle Waren frei zugänglich zu machen. Und das erfordert eine Menge taktischen Geschicks und Geduld. Can I inform the board of directors that you were successful? Zu den bekanntesten deutschen Spielereien zählen wahrscheinlich auch die Crisis Games des deutschen Entwicklers Crytek. Und deren Erfolgsrezept ist ihre eigene Grafikengine, die CryEngine. Ihr wusstet, dass wir das Spiel auflisten würden, oder? Crysis wurde so erfolgreich, dass es sogar zu einem der bedeutendsten deutschen AAA-Titeln wurde. Nach einer Invasion der nordkoreanischen Armee wird der Spieler als ein Mitglied der US Special Forces entsandt, um ein dort gefangen gehaltenes Archäologenteam zu befreien. Die Teammitglieder sind mit hochentwickelten Nanosuits ausgestattet, mit deren Hilfe sie ihre Panzerung, ihre Stärke und ihre Geschwindigkeit erhöhen können. Sie können sich sogar in einem Unsichtbarkeitsfeld verbergen. Wow! Wir sind ziemlich stolz auf das Spiel und es wurde nicht umsonst mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die Crysis-Trilogie gibt es momentan auf Steam für 39,99 €. They'll send someone. Als Far Cry noch in Crytek's Händen lag, war der Titel ein regelrechter Shootingstar der deutschen Entwicklerszene. Der Titel war damals auf dem allerneuesten Stand der Technik. Der First-Person-Shooter war für das Jahr 2004 eben unglaublich fortschrittlich. Und es dauerte nicht lange, bis davon auch bereits etablierte internationale Studios Wind bekamen. Ubisoft war mehr als interessiert und übernahm die Marke. Auch wenn Far Cry jetzt unter französischer Flagge zu den größten Marken des Unternehmens gehört, wollen wir die deutschen Wurzeln dieses genialen Spiels nicht vergessen. Far Cry verkaufte sich bisher mehr als 2,6 Millionen Mal. Die Gothic-Reihe, das sind Action-RPGs mit Fantasy-Elementen. Es gibt mittlerweile 4 Spiele und zusammengenommen konnte sich die Gothic-Reihe über 3 Millionen Mal verkaufen. Sie zählt damit zu den erfolgreichsten deutschen Computerspieleproduktionen überhaupt. Das deutsche Studio Piranha Bytes steht hinter diesen Titeln. Und es waren auch die Gothic Games, die dem Essener Spielestudio zu Ruhm und Ansehen verhalfen. Das erste Gothic erschien 2001 und die düstere Fantasy-Welt war für die damaligen Verhältnisse schon ziemlich offen. Und erinnert ihr euch noch an den Cameo-Auftritt der Band In Extremo im ersten Teil? Das war der Hammer! In Extremo! Jäger Development, das sind die Jungs und Mädels hinter dem erfolgreichen Spiel Spec Ops The Line. Und kaum ein anderes Spiel vermittelt so glaubwürdig und energisch die Schrecken des Krieges. Ziel bei der Entwicklung war es, dass der Spieler sich schlecht fühlen sollte. Und zwar in moralischer Hinsicht. Anders als in anderen Shootern, in denen die Fronten von Gut und Böse klar vordefiniert sind, stellt Spec Ops The Line den Spieler vor moralische Entscheidungen, die es in sich haben. Diese Entscheidungen werden vom Spiel weder belohnt noch bestraft. Allerdings werden die Konsequenzen schonungslos vorgeführt. Und das kann sich ab und zu wirklich widerlich anfühlen. Ein mutiges Projekt made in Germany. Tracks end here.
Guess this is the nest. Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. Welches andere deutsche Spiel hat euch noch geprägt? Und könnt ihr uns noch weitere deutsche Spiele nennen?